A 3.2. Ermitteln Sie rechnerisch den Inhalt A der Außenfläche des Lampenschirms. Wir gucken uns erst so die Skizze an, wo der Lampenschirm zu finden ist. Das ist dieses Stück KGHL. Der graue Teil hier unten ist ja die Plexiglasscheibe und gehört deswegen nicht mehr zum Lampenschirm mit dazu. Es wird hier die Außenfläche gesucht, also nur das, was außerhalb liegt. Diese Klebefläche KL gehört damit auch nicht mit dazu. Wir brauchen dann weiter Flächenformeln von den verschiedenen Teilstücken. Es ist ein Rotationskörper, also können wir schon mal die Formelsammlung auf Seite 38 aufschlagen, wo die benötigten Formeln zu finden sein werden. Schauen wir uns an, aus welchen Teilflächen diese Außenfläche besteht. Ich nenne jetzt mal Oberfläche Gesamt und gehe es jetzt mal durch. Wir haben hier dieses Dreieck KLF. Wenn das anfängt zu rotieren, ergibt sich daraus ein Kreiskegel. Die untere Teil oder die Grundfläche brauchen wir in dem Fall nicht. Und Oberfläche eines Kegels ohne die Grundfläche ist nichts anderes als die Mantelfläche. Also werde ich die Mantelfläche dieses großen Kegels benötigen. Allerdings nicht alles. Diesen Teil hier oben brauche ich nicht, also ziehe ich den wieder ab. Das ist nichts anderes als der Mantel eines kleinen Kegels, nämlich der Kegel GHF. Dann brauche ich noch diesen Teil hier oben, das ist eine Halbkugel. Wiederum brauche ich die Grundfläche nicht, also auch hier gilt, ich brauche nur den Mantel einer Halbkugel. Dann gehe ich daran und rechne die einzelnen Teilflächen aus. Ich starte mit der Mantelfläche des großen Kegels. Da finde ich dann in der Formelsammlung auf Seite 38 die benötigte Formel, die heißt da Mantel ist gleich Radius mal Pi mal S. Gucken wir uns an, welche Größen sind gegeben. Der Radius des Kegels, kennen die Strecke KL, die da ist ja bekannt. KL ist in dem Fall jetzt der Durchmesser der Grundfläche. Wir brauchen nur die Hälfte davon, dann haben wir KM, also 18 cm. Ich schreibe es noch allgemein auf. Radius KM oder in dem Fall noch genauer KL geteilt durch 2 mal Pi. Und jetzt brauche ich noch die Seitenfläche hier, also die Seitenkante des Dreiecks. Des Kegels, das wäre die Strecke KF, die allerdings noch nicht bekannt ist. Die muss jetzt also erst noch ausgerechnet werden. Schaue ich mal an, wo liegt KF drin. KF liegt in dem Dreieck KMF. In diesem Dreieck ist noch mehr bekannt, nämlich MF mit 12 cm. Also diese zwei Seiten sind bekannt. Es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Wenn zwei Seiten bekannt ist und eine dritte gesucht, bietet sich am einfachsten der Satz des Pythagoras an. Der heißt, die Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathetequadrat plus Kathetequadrat. Die Hypotenuse liegt gegenüber vom rechten Winkel, also ist KF auch unsere Hypotenuse. Deshalb können wir gleich den entsprechenden Satz aufstellen. KF-Quadrat ist gleich und jetzt Kathetequadrat, also KM-Quadrat. Plus die andere Kathete zum Quadrat, mf Quadrat. So, setzen wir die bekannten Zahlen ein. Km war ja nichts anderes als kl geteilt durch 2, also 18 Quadrat plus mf sind 12 Quadrat, streiche ich sie noch an. So. Um das Quadrat aufzulösen, müssen wir die Wurzel ziehen. Dann heißt es kf ist gleich die Wurzel aus 18 Quadrat plus 12 Quadrat. Das können wir jetzt in den Taschenrechner eintippen und bekommen dann, dass KF eine Länge von 21,63 cm hat. Auch hier gilt wieder auf zwei Stellen nach dem Komma runden. So, damit haben wir alle bekannten Größen dieser Mantelfläche. Setzen wir nochmal in die obere Formel ein, also Mantel großer Kegel. Ist gleich, KL waren 36 cm mal Pi mal jetzt die 21,63 cm. Tippen das nochmal in den Taschenrechner ein
und erhalten die erste Teilfläche mit 1223,15 Quadratzentimetern. Gehen wir auf die nächste. Da haben wir jetzt die Mantelfläche des kleinen Kegels. Schön dran ist, die Mantelfläche haben wir hier schon mal aufgeschrieben, also brauchen wir nicht nochmal nachgucken. Wir brauchen den Radius, das ist die Strecke GN. GN ist aber nichts anderes als die Hälfte von GH und GH haben wir hier schon angegeben. Als GH geteilt durch 2 mal Pi mal, und jetzt brauchen wir wieder so eine Seitenkante. Das ist jetzt in dem Fall die Strecke GF. GF ist wieder nicht bekannt, die müssen wir jetzt also da ausrechnen. Dafür gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Schauen wir uns mal an, was alles gehen würde. So, ja, GF liegt neben 3 GNF. Von diesem kennen wir auf jeden Fall die Strecke GN. Ja, halb so groß wie GH. Aber sonst leider nichts. Also, das heißt, wir müssen in dem Fall noch was ausrechnen. Ich mache das mal nochmal weg, um das besser zeigen zu können. Was ich jetzt also noch bräuchte, wäre zum Beispiel FM, um wieder den Satz des Pythagoras ansetzen zu können. In dem Fall ging jetzt auch der für Streckensatz, können wir noch ansetzen. Oder auch über zweimal Tangens berechnen. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wenn man sich hier die Angaben mal anschaut. Gut, AB war in der Plexiglasscheibe und BC auch, die brauchen wir nicht. Aber hier haben wir noch eine Strecke namens ME. Das ist der Teil von M bis ganz nach oben. Zusätzlich kennen wir MF mit 12 cm. Wenn man diese beiden Strecken anschaut, ME und MF, wenn ich die jetzt voneinander abziehe, dann bekomme ich genau diesen kleinen Teil hier raus. Und dann kann ich weiter sagen, ja gut, die Strecke NE ist ja nichts anderes als GN, ja, ist ja der gleiche Radius. Und wenn ich davon das EF abziehe, dann bekomme ich diese Strecke FN raus und kann damit den Pythagoras ansetzen. Also nochmal, zuerst will ich die Strecke EF berechnen. Die berechnet sich aus ME minus MF. ME waren 13,5 cm, MF waren 12 cm, sind also 1,5 cm. So, nachdem ich EF jetzt kenne, kann ich FN ganz einfach ausrechnen, indem ich sage, NE minus EF ist die gesuchte Strecke FN. Also FN ist gleich NE minus EF. Setzen wir die Zahlen ein. NE, nochmal nachgucken. NE ist ja hier der Radius des Halbkreises als die Hälfte von GH. Also 4,5 minus 1,5, also 3 cm. Damit ist die Strecke jetzt FN bekannt. Gehen wir in die Zeichnung zurück. Die ist bekannt. Wir haben hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck, von denen die beiden Katheten bekannt sind. Also lässt sich GF wieder über den Satz des Pythagoras berechnen. Wir können wieder aufstellen. GF zum Quadrat, GF ist ja die Hypotenuse in dem kleinen Dreieck, ist gleich die Kathete zum Quadrat. Also FN Quadrat. Plus die andere Kathete, die hieß GH. Ja, GN war es nur, GH halbe. Also hier oben steht sie ja eigentlich im Prinzip schon. Zum Quadrat setzen wir die bekannten Größen ein. FN haben wir hier gerade ausgerechnet. 3 Quadrat plus GN als GH halbe. GH sind 9 cm, also ist die Hälfte davon 4,5 cm.
Um diese Quadrate aufzulösen von GF, ziehen wir jetzt noch die Wurzel. Und dann folgt GF ist gleich die Wurzel aus 3 Quadrat plus 4,5 Quadrat. Und das lässt jetzt sich wieder über den Taschenrechner berechnen. Und bekommen raus eine Länge von 5,41 cm. Damit sind jetzt wieder alle Größen in dieser Flächenformel bekannt. Setzen wir nochmal ein. Mantel des kleinen Kegels ist gleich GH war 9, also 9 geteilt durch 2, mal Pi mal GF mit 5,41 cm. Den Taschenrechner eintippen und dann erhalten wir einen Flächeninhalt von 76,48 Quadratzentimetern. So, zu guter Letzt noch die letzte Fläche. So. Nämlich hier noch den Mantel der Halbkugel, also das Ding hier oben drauf. Die Formelsammlung verrät uns allerdings hier nur die Oberflächen der gesamten Kugel. Die heißt hier 4 mal r² mal Pi. Da wir jetzt nur die halbe Oberfläche brauchen, beziehungsweise die Mantelfläche der Halbkugel brauchen, können wir das einfach geteilt durch 2 rechnen. Also Mantel einer Halbkugel ist im Prinzip 4 mal Radius Quadrat mal Pi geteilt durch 2. Ja, und können die gleich benutzen. Hier müssen wir auch nicht aufpassen, weil tatsächlich die halbe Oberfläche einer Kugel entspricht tatsächlich der Mantelfläche einer Halbkugel. Anders wäre es, wenn die Oberfläche der Halbkugel gesucht werden würde. Aber wie gesagt, das brauchen wir nicht, also beachten wir es nicht weiter. Mantel der Halbkugel ist also 4 mal der Radius zum Quadrat. Der Radius war, schauen wir nochmal nach. Hier ist die Halbkugel, der Radius ist die Strecke gn, also g halbe. Gh halbe. Das ist der Radius zum Quadrat mal Pi. Und jetzt hinten dran noch ein geteilt durch 2. Hätte man natürlich auch noch vereinfachen können, indem man 4 geteilt durch 2 gleich ausrechnet, aber funktioniert so auch. Setzen wir ein. 4 mal GH waren 9 zum Quadrat mal Pi geteilt durch 2. Und das tippen wir jetzt noch in den Taschenrechner ein und erhalten dann eine Gesamtgröße von 127,23 Quadratzentimetern. Dann folgt noch ein letzter Schritt, nämlich diese drei Teilflächen nochmal zusammenzählen. Also Oberfläche gesamt ist gleich, kommen wir die erste da, die 1223,15. Plus, der kleine Kegel wird ja abgezogen, also minus 76,48 und jetzt die Halbkugel nochmal dazu, plus 127,23 und das gibt dann eine Gesamtfläche von 1273,90 Quadratzentimetern.